Aber so die Brust noch konsequent 10, 12 Wochen konsequent in Ruhe lassen. Ne? Kein Seithebel? Nein, nichts. Auch das nicht. Auch das ist immer, es kommt ja immer. Auch nicht bis 20 Minuten. Nein. So ganz leicht. Nein. Nein. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ihr seht, die Schlinge ist ab. Eigentlich müsste ich sie diese Woche noch tragen. Wir sind jetzt in der 5. Woche. Aber ich habe sie diese Woche schon noch abgelegt, einfach um meinen Arm so ein bisschen zu mobilisieren wieder. Zum Schlafen trage ich sie. Und wir haben unglaubliches Glück, denn der Dr. Rich hat ein Seminar in Berlin. Das heißt, wir müssen nicht extra nach 8 Stunden Vogtdorf fahren und wieder 8 Stunden zurück für die Nachuntersuchung, sondern wir machen die Nachuntersuchung jetzt bei ihm im Hotel. Und deswegen bin ich sehr aufgeregt und sehr gespannt, was ich jetzt alles wieder darf. Darf ich Seitheben machen? Darf ich Bizeps machen? Darf ich Trizeps machen? Darf ich überhaupt irgendwas machen? Muss ich noch vorsichtig sein? Wie vorsichtig muss ich noch sein? So viele Fragen, aber die stellen wir dem Dr. Rich. Also, los geht's. Tattoo ist auch am Start, wisst ihr Bescheid? Wir gehen mal zum Dr. Rich. Der Dr. Rich kennt mich ja noch gar nicht mit den Tattoos. Nee, nee, ne? Wenn ich gleich ausziehe. Was ist denn? Flo. Okay. Oh, sorry. Das ist ein Riesending hier. Wir sind hier schon einmal durchgelaufen. Genau, Edeka, da sind wir jetzt gerade in diesem Rondell. Bei dem Restaurant sind wir. Oh, da ist der Chef. Emma. Da ist er. Was ist mit dir denn passiert hier? Alles das ist gut. Erschrecken. Ja, ich habe schon ein paar Dinger gesehen. Ja. Ist dann jetzt noch was übrig, was man noch bemalen kann. Rechter Arm noch, den haben wir erstmal weggelassen. Und ein bisschen Oberschenkel fehlt noch. Nicht schlecht. Wird richtig gut. Geht's dir gut? Ja, ich habe die Schiene jetzt die Woche mal abgenommen tagsüber. Was hast du das denn? Nur zum Schlafen getragen. Zum Schlafen habe ich sie getragen. Tagsüber abgenommen. Reicht das? Ja, das reicht nicht, oder? Nee, ich bin der Fuß. Ja, jetzt guck mal, da soll es recht so gehen. Ich bin sehr, wirklich sehr Nein, das ist echt schon vorsichtig sein. Du bist ein schlechtes Beispiel für all die anderen. Ich habe 5 Wochen durchgehend 24 Stunden die Schiene getragen. Nicht so wie Murat, der die gleich abgenommen nach der OP. Ist aber auch ganz gut geworden. Murats Arm sieht echt gut aus. Ja, wo gehen wir hin? Wir können aufs Zimmer hochgehen. Ja, machen wir auch. Ja. Ich ziehe mich mal aus jetzt hier. Ja, arme Kerl, ich helfe dir mal. Das kann ich ja nicht mit ansehen. Du bist so drin. Ja, lauter Bilder auf dem Rücken ist auch alles. Ja. Nicht schlecht. Gut, ne? Völlig verändert, der Mann. Ja. Wie viele Stunden braucht man da jetzt? Hast du ein bisschen Zeit verbracht? Noch jetzt waren es vielleicht so 25, 30 Stunden. Und wir brauchen noch insgesamt so 250, 300 Stunden. Dann ist das Gesamtkunstwerk fertig. Da gucke ich mal. Also, Brust sieht gut aus. Ja. Wichtig ist immer Volumen. Volumen hat sie. Also, dass nicht hier irgendwie ein Ei raushängt oder dass sie hier größer ist. Ja. Und dann darf ich jetzt machen, was er noch... Warte, echt jetzt? Ja, was ich mache jetzt, was du nicht machen darfst. Ganz vorsichtig. Wie weit denn? Nein, wir machen 20, 30 Grad. Wir müssen ja einmal schauen. Ja, es ist immer noch dasselbe Weichei wie früher. Ja. Beim Schlauchziehen war er diesmal tapferer. Ja. Ist alles gut. Wir machen hier nichts, wir machen keinen Blödsinn. Schau, und hier kannst du jetzt schön sehen, da ist die Kontur wieder intakt. Sag ich mal den anderen, da hat er keine Schmerzen. Dann siehst du hier auch, ne? Diese Kontur, da kommt es drauf an. Und hier siehst du mal, wenn du musst jetzt den Schnitt, den musst du jetzt suchen, den findest du gar nicht mehr. Der liegt hier in den Spaltlinien, also die Haut hat so Spaltlinien, das könnt ihr hier sehen. Wir schneiden in diesen Spaltlinien und wenn man in den Spaltlinien schneidet, dann ist das halt immer günstig für die Haut, weil es eine bessere Heilung gibt und es narbt da nicht so. Und das ist hier gemacht und dass das jetzt noch so ein bisschen wulstig ist, das sind die Fäden von der Unterhaut, das ist ja unten drunter auch genäht. Sonst sieht alles super aus, ja. Also hier ist kein Verhalt, hier ist alles gut. Bizeps ist weich, Brust ist weich. Die Wulst hier überlege ich mir dann nochmal weg zu operieren. Nein, du brauchst sie. Das kommt, geht alleine weg. Die Wulst geht alleine weg, da muss nichts operieren. Achso, ich dachte so, das nein. Schönheitsmäßig dann. Nein, das wird genauso wie hier. Da war am Anfang, da kannst du dich nur mal dran erinnern, da war mit Sicherheit auch eine Wulst und die geht weg. Das sind die Fäden unter der Haut, ja. Ah, okay. Und dann wird das ja zusammengezogen und dann kann das hier gerade mit, wenn halt. Könnt ihr hier sehen mit den vielen Dehnungsstreifen, ja, das haben sie ja alle und dann zieht sich das ganz gut wieder, die lösen sich auf und dann wird die Haut zieht sich auseinander und dann ist alles wieder gut. Dann kann ich jetzt wieder loslegen, richtig? Nein. Nein. Okay. Warte, du legst schon los, wenn du mit der ohne Schlinge rumläufst. Da sind 5 Wochen, keine 6 Wochen. Ja. Alles cool. Der Arm muss bei dir, ja, aber trotzdem, alles was vorm Bauch ist, ist okay. Das kannst du machen und das geht auch jetzt, aber noch schön in Ruhe lassen. Wie sieht es jetzt die nächste Zeit bei mir aus? Wir haben den Nachbehandlungsplan, aber
Jetzt schon mal ein bisschen so Bizeps, Trizeps? Nee, auch nicht. Das denken immer alle. Also der Brustmuskel, der liegt genau gegenüber, läuft über die lange Bizepssehne drüber. Wenn du jetzt Bizeps trainierst, ja, dann hast du das Problem, dass das immer reizt an der Naht. Und deswegen sollst du das nicht. Ja. Du kannst den Arm schon bewegen, das macht es nicht. Weil wenn du jetzt mit einer Hantel was machst, dann ist das einfach zu viel. Ja. Ab wann? Konsequent 12 Wochen. Ab 12 Wochen, ja, also ab der 12. Woche wieder anfangen. Ab der 12. Woche kannst du damit, nach 10 Wochen, wenn 10 Wochen um sind, es geht dir gut, dann kannst du Bizeps, Trizeps ein bisschen probieren, aber so die Brust noch konsequent 12 Wochen konsequent in Ruhe lassen. Ne? Kein Seitheben? Nein, nichts, auch das nicht. Auch das ist immer, es kommt ja immer. Auch nicht bis 20 Minuten, nein, so ganz leicht. Nein, nein. Und guck mal, du bist kaum atrophiert und es sieht ja aus, da kein großer Unterschied im Moment. Da kannst du mal sehen, wie man das Volumen hält, wenn man die andere Seite ein bisschen vernünftig trainiert. Ich habe nicht trainiert. Du hast gar nichts gemacht? Ich bin ehrlich, ich habe ein einziges Mal trainiert ich habe jetzt in 2 Monaten einmal trainiert. Und vor lauter Frust hast du dann die Gemälde auf dich. Nee, ich dachte mir, da ich eh nicht trainieren kann. Achso, da kannst du mal, da muss ein anderes Programm fahren. Weil wenn ich jetzt wieder anfange und dann muss ich wegen den Tattoos Pause machen, das wird mich dann wieder nerven. Also habe ich jetzt noch, sage ich mal, 6 Wochen Zeit, wo ich mich tätowieren lassen kann. Und dann kann ich auch wieder vernünftig anfangen zu trainieren, habe alles fertig. Ja, super. 10 Wochen bisschen Bizeps, Trizeps. Ja, 10 Wochen Bizeps, Trizeps, immer gleich, ja. Und dann kann man so ein bisschen hier an der Wand, kann man mal so nach 12 Wochen ein bisschen beginnen, dass man wieder ein bisschen Gefühl für die Brust kriegt, dass du nicht so weit reindehnst und dann kann man vorsichtig, am besten kurz handeln und noch nicht voll reindehnen. Ja. Das ist immer die, sagen wir mal, verletzlichste Phase, wenn du so weit unten bist. Egal, ob du jetzt runter oder beim Runtergehen oder beim Raufschieben, da hast du die meiste Spannung drin. Ne. Da sind die Fasern maximal unter Spannung und deswegen, da passiert es ja auch bei diesen Verletzungen. Okay. Gute Nachricht, ne? Ja. Ja, immer gute Nachricht. Wenn es schon mal, dass das jetzt alles schön ist, verheilt ist. Passieren wird da nichts mehr jetzt, oder? Natürlich. Wenn du jetzt, wenn du dich auf die Bank legst. Außer ich mache was mit Knie. Also jetzt im normalen Alltag. Nein, im normalen Alltag. Deswegen wird ja dann auch nach 6 Wochen freigegeben. Dann darfst du den Arm auch wieder außen rotieren. Und da ist wichtig, dass man am Anfang in Einzelebenen das macht. Was heißt das Einzelebene? Also entweder nur außen rotieren oder heben. Also man sollte die Kombination zwischen Außenrotation und Hebung erstmal nicht machen. Das ist eine Kombination. Also diese, wir nennen das die Hochrotation. Also das Ende vom Lied ist, die Brust sitzt, sie ist richtig wieder dahin gewachsen, wo sie anwachsen soll. Fest ist er noch nicht. Fest ist er noch nicht, aber das wird sich jetzt die nächsten Wochen ja dann regeln. 6 Wochen haben wir noch, 6 Wochen haben wir um. Wenigstens ist der Arm aus der Schlinge. Jetzt kann mein Leben wieder beginnen, ein bisschen tippitoppi. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ich nicht extra nach Rosen gefahren bin. Alter, ja, das hat sich jetzt so ergeben. Das hat sich natürlich gepasst. Super. Wir gehen jetzt noch schick essen und dann... Wir gehen jetzt was essen. Shisha rauchen? Shisha rauchen? Nein, wir gehen was essen. Shisha kannst du rauchen. Ja, war eine Idee. Ich bin nicht so der Shisha. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denkt dran, Dr. Ritsch hat jetzt auch Instagram, wo er seinen Fortschritt mit den Patienten auch postet und auch mal ein bisschen was zeigt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist in der Videobeschreibung alles verlinkt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen bei...